EA Productions. EA Productions liest Hans Christian Andersen. Heute zwei Brüder. Auf einer der dänischen Inseln, wo alte Tingsteine der Urvorväter Gerichtssitze sich in den Kornfeldern und große Bäume in Buchenwäldern erheben, liegt ein kleines Städtchen, das niedrige Häuser mit roten Ziegeln gedeckt sind. In einem dieser Häuser wurde über glühenden Kohlen auf dem offenen Herde wunderliche Dinge gebraut. Es wurde in Gläsern gekocht, wurde gemischt und destilliert und Kräuter zerhackt und in Mörsern zerstoßen. Ein älterer Mann stand dem allen vor. »Man muss nur das Rechte tun«, sprach er. »Ja, das Rechte, das Richtige, die Wahrheit in jedem geschaffenen Teile muss man kennen und sich an dieselbe halten.« In der Stube bei der armen Hausfrau saßen ihre zwei Söhne, noch klein, aber mit großen Gedanken. Auch die Mutter hatte ihnen stets von Recht und Gerechtigkeit gesprochen, sie ermahnt, die Wahrheit festzuhalten, und dieselbe sei das Antlitz Gottes in der Welt. Der älteste der Knaben sah schelmisch und unternehmend aus. Seine Lust war von den Naturkräften, von Sonne und Sterne zu lesen. Kein Märchen liebte er so. Oh, wie schön müsse es sein, auf Reiseentdeckungen zu gehen oder es herauszufinden, wie die Flügel der Vögel nachzumachen seien und dann fliegen zu können. Ja, das herauszufinden sei das Rechte. Vater hatte Recht und Mutter hatte Recht. Die Wahrheit hält die Welt zusammen. Der jüngere Bruder war stiller und vertiefte sich ganz in die Bücher. Dass er von Jakob, der sich in Schafsfelle kleidete, um Esau zu ähneln und sich dadurch das Erstgeburtsrecht zu erschleichen, so ballte sich seine kleine Fauste im Zorne gegen den Betrüger. Las er von Tyrannen, dem Unrecht und der Bosheit der Welt, so standen ihm Tränen in den Augen. Der Gedanke von dem Rechte, von der Wahrheit, die siegen solle und müsse, erfüllte ihn ganz. Eines Abends lag er schon im Bette, aber die Vorhänge waren noch nicht ganz um dasselbe zusammengezogen. Das Licht strahlte zu ihm herein. Er hatte sein Buch mit ins Bett genommen. Er wollte durchaus die Geschichte von Solon zu Ende lesen. Die Gedanken hoben und trugen ihn gar wunderbar weit. Es war ihm, als würde das Bett ein Schiff, das mit vollen Segeln dahinjagte. Träumte ihm, oder was ging mit ihm vor? Er glitt dahin über rollende Gewässer, die großen Seen der Zeit. Er vernahm die Stimme Solons, ihm verständlich, und doch in fremder Zunge vernahm er den dänischen Wahlspruch, »Mit Gesetz regiert man das Land.« Der Genius des Menschengeschlechts stand in der ärmlichen Stube, beugte sich über das Bett und drückte dem Knaben einen Kuss auf die Stirn. Werde stark in Ruhm und stark im Kampfe des Lebens. Die Wahrheit im Busen fliege dem Lande der Wahrheit entgegen. Der ältere Bruder war noch nicht zu Bett. Er stand am Fenster, schaute auf die Nebel hinaus, die sich von den Wiesen erhoben. Es seien nicht die Elfen, die dort tanzten, wie die alte Kindermuhme ihm gesagt, sondern er wisse es besser. Es seien Dämpfe, wärmer als die Luft, und deshalb stiegen sie. Eine Sternschnuppe leuchtete, und die Gedanken des Knaben waren in demselben Nu von den Dünsten der Erde oben bei dem leuchtenden Meteor. Die Sterne des Himmels blitzten, es war, als hingen lange goldene Fäden von ihnen herab bis zur Erde. »Fliege mit mir«, sang und klang es in das Herz des Knaben hinein. Der mächtige Genius der Geschlechter, schneller als der Vogel, als der Pfeil, als alles, was irdischen Ursprungs zu fliegen vermag, trug ihn hinaus in den Raum, wo der Strahl von Stern zu Stern die Himmelskörper aneinanderband. Unsere Erde kreiste in der dünnen Luft. Die eine Stadt schien ganz in der Nähe der anderen zu liegen. Durch die Sphären klang es, »Was ist nah, was ist fern, wenn der mächtige Genius des Geistes dich erhebt?« Und wiederum stand der Kleine am Fenster und schaute hinaus. Der jüngere Bruder lag in seinem Bette. Die Mutter rief sie beim Namen. »Anders Sandö« und »Hans Christian«. Dänemark kennt sie. Die Welt kennt sie. Die beiden Brüder Ørsted. EA Productions.